Willkommen in Moskau. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Der Boss erwartet Sie. Kommen Sie hier entlang. Showtime. Okay, Jerry, wir haben keinen Sichtkontakt. Jetzt liegt es an dir. Willkommen. Salam Aleikum. Setzen Sie sich. Sie sind von weit her gekommen. Ich bestehe darauf. Sie müssen die geschmacklose Ausstattung verzeihen. Die schickeren Hotels sind leider alle belegt für den Antiterrorismusgipfel. Ist es das? Alles, was bestellt worden ist? Gentlemen, bitte! Bitte! Wir alle hier sind Freunde. Runter damit! Hm? Ich verstehe, dass Sie nervös sind. Auf feindlichem Territorium. Genau deswegen sind Sie aber hier sicher. Niemand käme auf die Idee, Sie hier zu suchen, direkt vor deren Nase. Hm? Selbstverständlich ist Misstrauen bei solch einer Art von Transaktion angemessen. Doch seien Sie beruhigt, Gentlemen. Niemand hat vor, heute zu sterben. Wir sind ehrliche Kriminelle. Zeig es ihm. So, jetzt kommt's. Ich zeige Ihnen meins und Sie zeigen mir Ihrs. Sind Sie zufrieden? Ja. Ich verlasse mich auf Ihr Wort. Vergessen Sie das hier nicht. Ohne ist sie nutzlos. Dabei! Was ist das? Wir feiern unsere neue Partnerschaft. Das ist nicht erforderlich. Doch, das ist es. Was geht da vor? Keine Ahnung, da stimmt was nicht. Er hätte längst bestätigen sollen. Wir müssen da rein. Dazu haben wir keine Erlaubnis. Nur sie zu beobachten. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Aber natürlich. Was ist denn? Er schießt sie! Er schießt sie alle! Was passiert da, verdammt?
Keine Ahnung. Schlaft gut, Kumpels. Was ist das? Die Zielflugfunktion wurde aktiviert. Was? Von wo aus? Von da drin. Ich weiß, das sieht seltsam aus. Aber eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Ich war noch gar nicht bei der Pointe. Das waren definitiv Schüsse. Agent Cooper nicht. Um mich aufzuhalten, müssen Sie schießen. Das Ding dann, ja. Warten Sie. Mein Finger ist auf dem Auslöser. Wenn Sie mich erschießen, wird hier alles in die Luft gesprengt werden. Jetzt nehmen Sie Ihre Waffe herunter und verschwinden. Nicht. Was heißt nicht? Das heißt nein, dass ich die Waffe nicht runternehme. Sie haben aber verstanden, was passiert, wenn ich den Knopf drücke. Mhm. Okay, Sie finden es also in Ordnung, dass ich uns töte, Ihre Freunde, Familie und Millionen Unschuldige. Ist das korrekt so? Da. Ohne Schlüssel funktioniert der Auslöser nicht. Ein gutes Argument. Sie machen das gut. Für eine Lady. Wie Danja. FBI, Waffen runter! Agent Cooper? Agent Cooper, kommen! Nichts. Wer sind Sie und was tun Sie hier? Simon Templer und momentan mich verstecken. Nun, Simon, Sie stören eine Operation der Regierung. Special Agent Cooper, FBI. Das FBI hat Handlungsbefugnis in Russland? Es ist eine gemeinsame Taskforce. Wer kommt? Kommt? Sie haben die Zielflugfunktion aktiviert. Um wen zu erreichen? Interpol. Schwachsinn. Hören Sie, Agent Cooper. Wir können hier sitzen bleiben und uns in Schweizer Käse verwandeln lassen. Oder wir, ich weiß nicht, werden versuchen zu überleben. Warten Sie, was haben Sie vor? Zu tun, was vernünftig ist. Geben Sie mir Deckung. Warten Sie, stopp! Ich brauche Unterstützung.
Nur 10 Kugeln, du Anfänger. Wenn du nachladen willst, ich warte. Nichts zu danken. Sie sind verhaftet. Ist das Ihr Ernst? Natürlich. Aus welchem Grund? Keine Ahnung, da fällt mir schon was ein. Agent Cooper? Agent Cooper, da sind wir. Besser spät als nie. Keine Sorge, die Situation ist unter Kontrolle. Wir brauchen den da nur noch zu verhaften. Wen? Der Saint? Trisha, perfektes Timing. Meine Spezialität. Wie läuft dein russisches Abenteuer? Sehr russisch, sehr abenteuerlich. Und, ist noch nicht vorbei. Bleib telefonisch erreichbar. Gut. Wo muss ich hin? Zum Flughafen. Er trifft dich morgen in Bukarest. Ich habe dir einen Charterflug in einer Stunde gebucht. Miss Holmes, Sie sind genauso effizient wie gut aussehend. Oh, danke. Wie immer, Darling. Und ich muss sagen, der Bart verleiht dir eine gewisse Raffinesse. Oh, das geht gar nicht. Ich rasiere ihn bei nächster Gelegenheit ab. Oh, mir gefällt es, wenn du kratzt. Das werde ich berücksichtigen. Das Werk der Vereinten Nationen hat der Region Hilfe zugesagt, doch die Gelder werden zurückgehalten, weil sie womöglich nicht bei den Bedürftigen ankommen. Es heißt, dass Präsident Ezekiel Ibaka in der Zwischenzeit beinahe 2,5 Milliarden Dollar von Privatorganisationen zugesagt bekommen hat. Der frisch gewählte Präsident, der versprochen hat, die Korruption zu bekämpfen, hat sich persönlich an Organisationen in der ganzen Welt gewandt, um den Zerfall seines Landes abzuwenden. Mein Vater war ein Held, ein Krieger. Ebenso inspirierend wie furchteinflößend, einer der großartigsten Generäle, die Nigeria je hatte. Er liebte sein Land. Ich hatte manchmal das Gefühl, sogar mehr als mich. Es würde ihm wehtun zu hören, was ich getan habe. Er war ein stolzer Mann, der niemals gebettelt hätte, so wie ich es tue. Das stimmt nicht. Ihr Vater würde stolz auf Sie sein. Was Sie für Ihr Volk getan haben, Herr Präsident, wird in die Geschichte eingehen. Sie müssen bedenken, um Hilfe zu bitten, erfordert Mut. Ihre Großzügigkeit gegenüber Nigeria hat mich überwältigt. Sie wird den Heilungsprozess voranbringen, aber leider wird das nicht reichen. Hätten Sie erwartet, dass 2,5 Milliarden Dollar nicht genug sein würden? Deswegen bin ich hier. Ich biete Ihnen und Ihrem Land all meine Talente an. Wir werden es hinbekommen, weil wir müssen. Ja, das werden wir. So einen Ring habe ich noch nie im Leben gesehen. Oh, das ist ein Familienerbstück. Er bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Er erinnert mich an eine vergangene Zeit, als die Welt noch eine andere war. Weniger kompliziert. In der gute Männer sich für das Richtige zusammentaten. Er motiviert mich auch heute noch. Er hat mich hergeführt, zu Ihnen. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Deshalb werde ich wie heute jeden Tag ein bisschen spazieren. Das ist eine gute Idee. Ich werde Sie begleiten. Gut. Um Mitternacht haben Sie Zugriff auf die Konten. Um 12.01 Uhr müssen Sie geräumt sein. Ja, Sir. Bitte sehr, Nachrichten. Eindeutig Anzeige. Finde ich korrekt. Was ist los? Sir. Sollen wir das wirklich tun? Die 2,5 Milliarden Dollar sind zwar kein Blutgeld, aber sie sind für die bedürftige Bevölkerung. Ihnen fehlt einfach die Erfahrung, Arnie. Also kommen Sie mir nicht mit Ihrem Gewissen.
Er hat sie auf den Ring angesprochen, oder? Er besiegelte sozusagen das Geschäft. Wie konnten Sie das wissen? Er sieht interessant aus. Was sagten Sie ihm? Dass er ein Familienerbstück ist. Allerdings nicht, um welche Familie es geht. Ich hätte ihn ihm fast gegeben. Wieso? Er ist genauso erbärmlich wie der Kerl, von dem ich ihn habe. Sie haben ihn jahrelang aufgehoben, demnach bedeutet er Ihnen etwas. Hier. Er gehört Ihnen. So viel bedeutet er mir. Gut, weitermachen. Keine Zeit verschwenden. Ja, Sir. Simon Templer, Sie sind wirklich der merkwürdigste Dieb, den ich kenne. Da Sie das sagen, fasse ich es als Kompliment auf. Haben Sie die Liste? Hier ist sie. 800.000 an Ärzte ohne Grenzen, 750.000 an die Flüchtlingshilfe, 1,5 Millionen an das Kinderhilfswerk. Hören Sie. Sie wollen dieses ganze Geld an Kinder auszahlen? Die sind so klein. Ich meine, möglicherweise essen die nicht so viel. Es ist Ihr Geld. Sie sind der Boss. Sorgen Sie einfach dafür, dass das Geld wie geplant ankommt. Ja, abzüglich meiner kleinen Provision. Abzüglich Ihrer happigen Provision, die Ihre Mitbewerber leicht unterbieten könnten. Ja, aber die haben nicht mein gutes Aussehen. Oder Ihre Diskretion, alter Freund. Es folgen internationale Nachrichten. 2,5 Milliarden Dollar, die zur Unterstützung Nigerias bereitgestellt wurden, sind offenbar verschwunden. Der neu gewählte Präsident Ezekiel Ibaka wird zurücktreten, falls es ihm nicht gelingt, das Geld wiederzubekommen. Hast du das gesehen? Ja, das ist nichts Neues. Nur ein weiterer korrupter Diktator, der sein eigenes Volk beraubt, so gut es geht. Nein, ich vertraue ihm. Aber er hat wohl den falschen Leuten vertraut. Und das weißt du, weil... Ein Gefühl. Nachforschung auf eigene Faust. Du entwickelst unternehmerischen Geist, Darling. Ich muss aufpassen, du willst meinen Job? Nein, den kannst du behalten. Ich bin gern das Gehirn der Operation. Oh, du bist das. Und was bin ich? Die rohe Kraft. Du bist der Muskel. Hör zu. Ich habe neulich den nigerianischen Präsidenten in der Firma dieses Mannes gesehen. Ich schicke sein Foto. Wer ist das? Ich habe noch keinen Namen, aber ich habe sein Foto durch sämtliche Gesichtserkennungsprogramme laufen lassen, die ich anzapfen konnte. Ich konnte ihn nur einmal aufspüren. Auf einem NSA-Überwachungsfoto zusammen mit Scheich Mohammed Al-Kabiri. Er finanzierte Terroristen und genießt jetzt seinen Aufenthalt in einem Geheimgefängnis der CIA. Er kommt mir seltsam bekannt vor. Lass mich raten. Ihr habt zusammen in Oxford gerudert? Weißt du was? Wir graben ein bisschen. Wenn du Hinweise auf das vermisste Geld findest, wäre das genau das Richtige für uns. Genau das habe ich auch gedacht. Ich bin schon dran.
Aber Simon? Ja, Darling? Vielleicht habe ich mich mit deinem Bart getäuscht. Er macht dich ein bisschen, ich würde sagen, älter? Auf Wiedersehen, Darling. Sie, Gentlemen, haben als einzige perfekte Bewertung für Ihre Prüfung bekommen. Am meisten haben Sie mich überrascht, Mr. Templar. Mit Ihren guten Noten hätten Sie die Lösungszettel nicht stehlen müssen. Ich habe mir die Lösung nicht angeguckt, Sir. Und dennoch hielten Sie es für nötig, in das Büro des Rektors einzubrechen? Wir sind nicht eingebrochen, Sir. Ich habe ein Duplikat des Schlüssels. Also geben Sie es zu. Da ist nichts zuzugeben. Sie haben uns erwischt. Und das nur, weil ihr euch nicht an den Plan gehalten habt. Es war vereinbart, einige Fragen nicht zu beantworten. Wieso stiehlst du Prüfungsunterlagen? Du brauchst nicht zu betrügen. Du bist ein Templer. Du trägst Verantwortung. Ich erwarte von dir, dass du dich auf bestimmte Weise benimmst. Ich habe nicht betrogen. Nur gestohlen. Ich nehme den Unterschied zur Kenntnis. Aber wieso, Simon? Ich wollte, dass sie mich mögen. Ich wollte doch nur ein Teil von etwas sein. Du bist ein Teil von etwas. Aber wovon? Von einer Familie reicher Snobs, die keiner mag? Woher glaubst du, hat diese Familie ihr Vermögen? Weißt du überhaupt, was ich beruflich mache? Es wird Zeit, dass du es erfährst. Den hast du schon mal gesehen, oder? Das ist das Symbol der Ritter des Tempelordens. Wer sind diese Tempelritter? Eine sehr interessante Frage. Vor langer Zeit, im Jahre 1119, direkt nach dem Ende des ersten Kreuzzugs, reiste eine kleine Gruppe von Rittern zurück aus dem Heiligen Land. Gut gemacht, Coop. Wieso nehmen Sie nicht frei? Das haben Sie verdient. Ich möchte eine neue Untersuchung eröffnen. Wie bitte? Simon Templar? Wer ist das? Sie nennen ihn den Saint. Ich habe mit Brodsky von Interpol gesprochen und einem Inspektor Thiel bei Scotland Yard. Sie jagen ihn schon seit Jahren. Er wird international gesucht wegen Geldwäsche, Computerkriminalität und Schmuggel. Ist das der Typ aus Russland? Ja. Ah. Hören Sie, Coop. Ich weiß, Sie sind ja das Wunderkind und so weiter. Aber der Director meint, dass wir beim letzten Mal für Sie die Komfortzone verlassen haben. Nichts, was dieser Kerl tut, betrifft die Vereinigten Staaten, schon gar nicht im Inland. Wir sind das FBI, nicht die CIA oder Interpol. Er hat eine Operation der Antiterroreinheit in Gefahr gebracht. Ich meine, Entschuldigung, wir lassen ihn doch nicht etwa gehen. Er ist nicht unser Problem. Die Zentrale wird Sie nicht unterstützen. Aber vielleicht... Ich genauso wenig. Übrigens, Interpol, ist sie aus? Wer? Laut Ihrem Bericht hat dieser Saint die Zielflugfunktion an der Nuklearwaffe aktiviert. Hat sie sich abgeschaltet? Ja, das hat sie. Worauf wollen Sie hinaus? Er war vielleicht überhaupt nicht der Böse in dieser Situation. Was ist mit dem Gold? Er ist mit den meisten Barren verschwunden. Glauben Sie vielleicht, er hat es gespendet? Agent Cooper, ich will nichts mehr über diesen Saint hören. Und noch etwas. Keine Ausflüge mehr in nächster Zeit. Sie bleiben bis auf Weiteres im Innendienst. Das ist Schwachsinn. Wenn Sie möchten, auch permanent.
Ja, wer ist da? Das sage ich lieber nicht. Okay. Ich brauche Schutz. Für mich und meine Familie, bevor ich etwas erzähle. Ich brauche Ihre Garantie, dass wir geschützt werden. Woher haben Sie diese Nummer? Also wirklich, Agent Cooper. Das ist das uninteressanteste Detail, über das ich Informationen habe. Okay, ich werde Ihnen zuhören. Letzte Nacht sind 2,5 Milliarden Dollar, die dafür gedacht waren, Nigeria zu unterstützen, auf nicht nachzuverfolgende Konten umgeleitet worden. Augenblick, und woher wissen Sie das? Ich habe das Geld überwiesen. Ja. Das war Valecross, ohne Zweifel. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Interessant. Er wird sich als erstes an das FBI wenden, um Schutz zu erhalten. Im Austausch dafür wird er das Geld anbieten, und das können wir nicht zulassen. Gut. Ich bin kein Kind mehr. Sie ist unverschämt gewesen. Ich bin 18 Jahre alt, Daddy. Ich kann ausgehen, wann ich will. Zoe, ich sagte nicht, du musst hierbleiben, nur dass du mein Auto nicht haben kannst. Ich spreche nicht mit dir, Catherine. Wieso hast du sie überhaupt geheiratet? Sie ist jünger als Mom. Es ist so ekelhaft. Gott, wieso musst du immer so gemein sein? Okay, ich versuche es. Weil ich nicht für ihn halten konnte, hielt an, der tut für mich. Ich verstehe nichts von Gedichten. Wollen Sie zu meinem Vater? Er hat oft mit seltsamen Typen zu tun. Weil ich nicht für ihn halten konnte, hielt an, der tut für mich. Emily Dickinson. Ich liebe Sie. Miss Valecross. Jetzt sind Sommerferien. Vorher musste die NFL einschreiten, um die Menge zu beruhigen. Ein ziemliches Durcheinander. Es ist bekannt, dass die Fans ihn für diese Situation verantwortlich machen. So viel vom Sport. Wir kommen jetzt zu den Schlagzeilen aus Politik und Gesellschaft. Ich gebe ab ins Studio. Hallo, Zoe. Man fühlt sich machtlos, stimmt's, Arnie? Sie nehmen mir etwas weg, ich nehme Ihnen etwas weg. Sie bekommen Ihr Geld wieder. Ich schwöre es. Das weiß ich. Ich brauche nur etwas Zeit dafür. Nun, ich habe alle Zeit der Welt, aber leider genießt Ihre Tochter diesen Luxus nicht. Bitte. Tun Sie ihr nichts. Tja, Ihr Wohlbefinden liegt einzig und allein in Ihrer Hand. Ich sag Ihnen was. Weil ich Sie mag, kriegen Sie 48 Stunden. Patricia, klar, dass du mich vermisst. Und wie? Interessiert dich vielleicht, was ich beim Brunch aufgegabelt habe? Die Bedienung? Ha, süß. Erinnerst du dich an das verschwundene Geld für Nigeria?
So viel Geld kann man nicht so einfach vergessen. Genau. Nun, ich habe es gefunden. Und zwar alles. Wo? Auf den Konten von einem Privatbankier. Arnie Wailcross. Kennst du ihn? Schon mal gehört. Wie die meisten Diebe macht er sich unsichtbar. Entschuldige, Kumpel. Eine Menge Leute suchen nach diesem Geld und nicht mit guten Absichten. Ich habe Wailcross in San Diego entdeckt. Triff mich dort. Schon unterwegs. Ich muss nur noch etwas in eine Tasche packen. Guten Morgen, die Damen. Hi. Oh, und ich habe deinen Rat befolgt und mich rasiert. Wenn es dich glücklich macht. Ciao. Hey Dora, was gibt es? Der Anruf kam definitiv aus dem Grand Del Mar Resort in San Diego. Aha. Im Gästeverzeichnis habe ich keinen Verdächtigen entdecken können. Allerdings bin ich auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Ach ja? Also, einer der Gäste ist als Ronald Crosswell aufgelistet. Das ist offensichtlich ein Anagramm von Arnold Wailcross. Er ist Bankier bei der BICI und seit ein paar Jahren rot in unserem System markiert. Gott sei Dank sind Kriminelle ziemlich dämlich. Was bedeutet BICI? Bank für internationale Kredite und Investment. Das Finanzamt jagt sie seit Jahren. Steuerhinterziehung, Auslandskonten und Verdacht auf Geldwäsche. Also genau die Art von Leute, die Milliardenbeträge beiseite schaffen und waschen. Richtig. Was ist los, mein Süßer? Ich weiß nicht, warum mich das beschäftigt. Ich sitze hier fest. Sims lässt mich sowieso nicht hinfliegen, damit ich mich darum kümmere. Ich habe schon darüber nachgedacht. Hm? Meine Freundin trifft schon länger einen Kerl aus der Auslandsabteilung, der dir ausgesprochen gern zu Hilfe kommen würde. Ach ja? Wer? Special Agent John Furnick. Furnick? Mhm. Willst du wissen, wieso? Hm. Sie sagt... Er ist bereits seit Jahren hinter deinem Saint her. Wirklich? Furnick. Simon, ich hoffe, du bist hier? Ist Wailcross hier, ist eine viel wichtigere Frage. Ja, aber... Keine Ahnung für wie lange. Wenn er verschwinden will, erwarte ich, dass du deinen ganzen Charme einsetzt, um ihn davon abzuhalten. Du bist ein großes Kind, Simon Templer. Hilfe! Zoe! Hilfe! Kleines! Zoe! Ich weiß nicht, was Zoe! Daddy! Sie werden mich töten! Wie Sie hören können, ist Ihre Tochter sehr aufgeregt. Haben Sie schon mein Geld? Ja! Natürlich, also, was soll ich tun? Überweisen Sie die volle Summe auf das Ihnen bekannte Konto und Ihre Tochter wird unversehrt zurückkommen. Wie soll ich Ihnen vertrauen? Ehrlich gesagt haben Sie keine andere Wahl. Willkommen in Grand Del Mar. Danke. Bitte. Gute Wahl. Danke. Ihr Name ist Jenya. Wailcross weiß, dass wir seine Tochter haben. Er wird überweisen. Wir haben ein Problem. Ein neues Problem. Templer ist hier. Simon Templer? Ja. Guter Schachzug von Wailcross, Hilfe von außen zu holen. Ich habe ihn vielleicht unterschätzt. Andererseits, das Universum hat eine lustige Art, um sich selbst zu kreisen. Am besten töten wir Templer jetzt. Geduld, Marius. Wir sollten Wailcross nicht erschrecken, bevor er uns das Geld überweist, oder? Schon, aber wenn Templer dazwischen kommt? Das überlasse ich voll und ganz Ihrer Einschätzung. Das wird ein Spaß.
Du liegst am Pool? Wann immer es möglich ist. Ein schöner Tag. Was trägst du denn da draußen? Öl. Oh. Seit wann beugst du vor? Immer. Du kennst mich. Konzentrier dich, Darling. Wir müssen an die Bankdaten im Safe von Waycross kommen. Er steht in der Manchester Suite. Vor der Tür ist eine Wache. Was ist das für ein Safe? Keller 9000. Die Daten können sich nur dort befinden. Sie sind ein cleveres Mädchen, Miss Holm. Ich weiß. FBI. Mr. Waycross, wie geht's Ihnen? Ich bin Special Agent John Henry Fernack. Ich hörte, Sie haben Informationen für mich, die das Vermögen... Nein, habe ich nicht. Nicht? Wieso rufen Sie dann das FBI? Laut Ihrem Mitarbeiter... Ich muss mich verwählt haben. Oh. Ich bin nicht mehr bei der BSCI. Haben Sie die Bank bestohlen? Wurden Sie erwischt oder bedroht? Hören Sie, es tut mir leid, Inspektor. Sie sind umsonst gekommen. Keine Sorge. Nichts ist umsonst, Mr. Waycross. Einen schönen Tag. Interessant. Unser Freund Special Agent Fernick ist hier. Er ist ja aus Russland hierher gefolgt? Nein, da war ein anderer Agent. Aber die Jungs vom FBI reden miteinander. Mir kommt das alles zu einfach vor. Dasselbe dachte ich auch, als ich die Konten entdeckt habe. Als ob Waycross gefunden werden will. Simon, pass auf. Kein Risiko, keine Belohnung. Wohin muss ich? 310. Gegenüber von Waycross Suite. Und sei nett zu dem Bodyguard. Guten Morgen. Zimmerservice. Jetzt Ihr Trick, Miss Holm. Vorsicht, direkt hinter der Tür steht eine Wache. Tut mir leid, mein Freund. Eine Bloody Mary und du bist wieder fett. Lieblingsgeräusch. Hallo, du verheißungsvolle Schatulle. Du bist ein Teil von etwas. Den hast du schon mal gesehen, oder? Das ist das Symbol der Ritter des Tempelordens. Was ist, Simon? Was hast du gefunden? Simon? Ein wohlüberlegtes Geschenk, Mr. Waycross. Ich habe seit langem nach dem Ring meines Vaters gesucht. Ich zeige Ihnen was. Verraten Sie mir, warum Sie mich hergelockt haben? Ich dachte, dass Sie mit jemandem wie mir nicht sprechen wollen, aber für 2,5 Milliarden Dollar vielleicht auch. Richtig gedacht. Was kann ich noch für Sie tun, außer einen Scheck anzunehmen? Meine Tochter wurde entführt. Das FBI ist hier im Gebäude. Reden Sie mit denen. Wenn ich das dem FBI sage, werde ich Sie nicht wiedersehen. Sie haben mein Mitgefühl, Mr. Waycross. Aber wenn man Geld für korrupte Diktatoren wäscht, kann das durchaus vorkommen. Das Geld ist versteckt. Ich wollte es dem FBI geben, aber sie verschwand, bevor ich dazu kam. Hören Sie. Wenn Sie sie für das Geld austauschen können, tun Sie es. Die werden mich umbringen. Und meine Tochter auch. Das hat sie nicht verdient. Deswegen brauche ich Sie. Für den Austausch. Um aus der Sache rauszukommen. Bitte. Sie sind es hin. Ihr Amerikaner nehmt immer alles so wörtlich. Es
Simon, Simon, komm raus, sofort! Weg hier, alle weg, sofort! Ist okay. Hier. Die Kontonummern sind im Ring. Der Code ist im Nomad. Bitte retten Sie meine Kleider. Woher haben Sie den Ring? Simon Templer. Kennen Sie mich noch? Nehmen Sie die Waffe runter und rufen Sie einen Krankenwagen. Das werde ich nicht tun, aber Sie nehmen die Hände hoch. Jetzt! Nachdem ich ihm jahrelang nachgejagt bin, habe ich den Saint gefasst. Simon! Verdammt! Schön, dich zu sehen. Ebenso. Vale Cross? Leider nicht. Wir müssen seine Tochter finden. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Waycross ist tot. Und Templer? Hat sich davon gemacht. Mit meinem Geld, nehme ich an. Sind Sie noch bei Trost, Marius? Ich bring das in Ordnung. Ja, gut. Das hoffe ich für Sie. Simon! Simon! Wieso antwortest du nicht, wenn ich dich rufe? Es tut mir leid. Ich habe gelesen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Jemand ganz Besonderes. Sein Name ist Xander. Wie geht es Ihnen, Sir? Danke. Sehr gut, junger Mann. Ich lasse euch damit allein. Alleine mit was? Ich denke, das wird Xander dir erklären. Viel Glück. Ich habe gehört, du hast Probleme in der Schule. Du brauchst dich nicht zu schämen, Simon. Das passiert sogar den Besten von uns. Was sind Sie? Ein Kopfdoktor? Ein Kopfdoktor? Naja, ein Psychiater. Nein. Auch wenn meine Lehren helfen, Geist und Körper zu stärken, bin ich kein Doktor. Ich bin ein Trainer. Sobald wir hier fertig sind, wird sich kein Schläger am ganzen Königreich mehr mit dir anlegen wollen. Gute Reflexe. Jetzt schlag mich. Was? Schlag mich. Hab keine Angst. Etwas lockerer halten? Genau so. Lektion 1. Lass deinen Gegner nie aus den Augen. Zeigen Sie mir, wie das geht? Ja. Und noch viel mehr. Jetzt schlag mich nochmal. Da
Das ist irre. Ein Hubschrauberangriff am helllichten Tag? Wisst ihr was? Heute Nacht lasse ich die Schuhe an. Es wird nie langweilig, wenn Simon Templer in L.A. ist. Wie kommst du mit dem Equipment zurecht? Ich kann verstehen, wieso du Simons Anlaufstelle für Transport und Technik bist. Gibt es eventuell Frühstück? Zwei Eier, Toast, Marmelade und ein Becher Kaffee. Habe ich etwas vergessen, Boss? Okay, wir suchen also 2,5 Milliarden, die vom Winde verweht sind. Ich wollte schon immer mein eigenes Hawaii kaufen. Was sind 10% von 2,5 Milliarden geteilt durch 3? 83,3 Millionen. Es ist das Lösegeld für die Tochter des Bankiers. Wir behalten es nicht. Ich fürchte, du musst deine Immobilienpläne aufschieben. Und wie finden wir die Milliarden, die wir nicht behalten? Mein lang verlorener Ring. Velcro sagte, die Kontonummern sind irgendwo da drin. Das Templerkreuz. Es symbolisiert die, die ihr Leben dem Dienst an anderen gewidmet haben. Theoretisch jedenfalls. Die Inschrift ist schwer zu lesen. Nullum est periculum non mercedi. Kein Risiko, keine Belohnung. Hier wurde etwas verändert. Oh ja. Ha. Ermittler nennen so etwas, glaube ich, einen Durchbruch. Sieht aus wie ein Diamant. Er ist synthetisch. Doyle, existiert in diesem Haus ein DVD-Player? Bei allem Respekt, du bist genauso hübsch wie technikbegeistert. Wo hast du sie gefunden? In der Wüste Rub al-Khali. Sie war eine Erscheinung voller Anmut in einer grässlichen Situation. Es war gar nicht so grässlich. Ich hatte die Situation unter Kontrolle. In Habara al-Masud? 3 Kilometer im Fijab. Achud al-Mara? لا بعد الانفجار اكون مسؤول يا كلب Hände hoch oder ich knall sie ab. Eine schöne Frau in Ketten. 3 Verstorbene, 60 Meilen südlich von Bagdad. Da bin ich gespannt. Ha! Ah, ah. Sofern Sie mir erlauben, die Hände herunterzunehmen, suche ich die Schlüssel. Sind Sie Engländer? Durch und durch. Ich verstehe sogar Cricket. Spezialeinheit? Motorradausflug. Im Irak. Hier ist das Benzin momentan billig. Hm. Haben Sie einen Namen? Patricia Holm. Simon Templer. Darf ich Sie vielleicht mitnehmen, Miss Holm? Schluss mit der Schmeichelei. Das ist keine Schmeichelei, sondern die Wahrheit. Und was haben wir hier? Verschlüsselte Kontonummern, nehme ich an. Zur Entschlüsselung brauche ich die richtige Frequenz und ein Passwort oder einen Code. Vor seinem Tod sagte Velcros, der Code sei im Nomad. Ein Nomad ist eine Datei, aber sie befindet sich nicht auf einem Computer. Sie wird in Datenpaketen auf mehreren Servern verteilt, nicht hier. Ich liebe weibliche Nerds. Also finden wir diesen Nomad und den Code, lesen die Daten aus, befreien das Mädchen und fertig. Wo zum Teufel fangen wir an? Im Haus der Velcros. Doyle, hast du die Garage kontrolliert? Ich liebe Spritztouren. Aber wir haben Kinder. Das ist ein Familienausflug. Glaub mir, Captain, genau derselbe Teig. So wie bei Eizer. Die können sich auch zu allem entwickeln. Pizza oder Donuts, Donuts oder Pizza. Hey, Donut-Pizza. Das würde auch gehen. Ja, das würde auch gehen. FBI. Oh. Special Agent John Henry Furnick. Und Sie müssen Captain Miller sein. Und ich bin Garces. Detective eigentlich. Die Jungs vom Revier sagten, dass Sie wahrscheinlich hier zu finden sind. Oh ja, hier sind wir oft. Ihr Erscheinen wurde mir angekündigt. Ich hätte nur gern zu Ende gegessen. Worum geht es? Um das hier. Simon Templer, internationaler Dieb aus London und New York. Ich verfolge ihn seit Jahren. Und? Und er ist hier in L.A. Ich brauche einen Einheimischen. Ich bin zu einem Achtel Cherokee. Na dann, nehmen Sie ihn. Den Cherokee? Danke, Captain. Das wird ein Spaß. Wer sind wir heute? Gutachter der Versicherung, die das Anwesen schätzen sollen. Du lenkst sie ab, ich scanne die Elektronik nach dem Nomad.
Mrs. Waycross, unser Beileid zu Ihrem Verlust. Wir kommen wegen der Lebensversicherung Ihres Mannes. Sind Sie Simon Templer? Ja. Ganz genau. Kommen Sie rein. Ich habe im Radio gehört, was Arnie passiert ist, als ich von der Arbeit kam. Als ich das Haus betrat, klingelte das Telefon. Es waren die Entführer. Sie sagten, dass sie kommen würden und wenn ich die Polizei anrufen würde, würden sie Zoe töten. Und vorher wussten Sie nichts von der Entführung? Nein, ich dachte, sie wäre bei Freunden. Zoe und ich sind nie gut miteinander ausgekommen. Sie fand, ich sei zu jung für ihren Vater. Mrs. Waycross, was wussten Sie über Arnies Bankaktivitäten? Ich wusste, dass er für üble Menschen gearbeitet hat. Er half ihnen, Milliarden aus den Ländern, die sie regieren, abzuzweigen und zu verstecken. Wissen Sie, in letzter Zeit, vielleicht lag das an meinem Einfluss auf ihn, hat er sich verändert. Er wollte, dass dieses Geld wieder in die Länder zurückfließt, zu den Menschen, damit sie ein besseres Leben führen können. Ich fühle mich so schuldig, als wenn ich dafür verantwortlich bin, was meinem Mann und Zoe passiert ist. Sie haben keine Schuld. Ich werde das Geld finden und Ihre Stieftochter nach Hause bringen. Okay? Danke. Ich habe die Computer gescannt, aber die Festplatten wurden gelöscht. Waycross muss das ferngesteuert gemacht haben, ehe er starb. Also, wo ist unser Nomad? Auf einem externen Server. Es dürfte dauern, ihn zu finden. Und wir haben keine Zeit. Haben die Entführer eine Telefonnummer hinterlassen? Sprich mit ihnen so lange wie möglich. Templer! Leider haben wir uns in San Diego verpasst. Tut mir leid um Ihren Hubschrauber, alter Junge. Schon okay, der war gestohlen. Mehr ärgert mich, dass Sie mein Waffengeschäft versaut haben. Oh, der Container mit Gewehren in Mali, die Explosion war doch schön. Sollen wir den Austausch regeln? Das Geld gegen das Mädchen. Ich brauche mehr Zeit. Warum schicken Sie die Kleine nicht heim als Zeichen des guten Willens? Patricia und ich suchen so lange nach dem Geld. Ohne Bares in der Hand kann ich sie nicht freilassen. Sagen wir 24 Stunden. Danach stirbt sie. Grüßen Sie Patricia. Raid Marius lässt grüßen. Tatsächlich? Ihr kennt euch also? Das war vor deiner Zeit, Darling. Das Gespräch war zu kurz. Ich konnte seinen Aufenthaltsort nicht feststellen. Das Geld, können Sie es finden? Raid wartet darauf. Das heißt, wir haben etwas Zeit. Doch wir müssen uns beeilen. Wenn ich das Geld nicht bekomme, stirbst du genau wie dein Daddy. Nein! Bitte aufhören. Bitte. Okay. Ich bin in einer Band mit ein paar Kollegen und der Rhythmus geht mir ständig. Ja, ich verstehe. Dann machen Sie weiter. Ich habe eine Frage. Der Kerl, den wir suchen, ist genau da. Wieso schnappen wir ihn nicht? Das wäre das Verkehrteste, was wir tun können. Aber wir wollen ihn doch verhaften. Ich meine ja nur, er ist ein verdächtiger Mordfall Waycross. Nein, er ist unsere beste Chance, um das Geld aufzuspüren. Sobald er es hat, werde ich zur Stelle sein. Wir dürfen ihn nur nicht aus den Augen verlieren. Ecke Grandview und Lake, da steht Waycross Server. Kannst du dich reinhacken? Ich versuche die Firewalls zu knacken. Es ist schwer vorzustellen, dass du und Marius euch viel zu sagen hattet. Du hast recht, hatten wir nicht. So? Und was genau habt ihr dann gemacht? Simon. Was? Man sagt mir eine gewisse Neugierde nach und wir beide arbeiten seit einem Jahr zusammen. Und haben es stets vermieden, in weinseligen Nächten Vertraulichkeiten auszutauschen. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Okay, zurückbleiben. Ich muss damit aufhören, ich ertrage das nicht. Was? Das Geschrei, das kann ich nicht leiden. Sie haben doch gesagt, ich soll an Ihnen dranbleiben.
Okay, aber wenn Sie ihn fast hinten reinfahren, merken Sie, dass wir Ihnen folgen. Das habe ich noch nie getan. Sind Sie wirklich Kriminalbeamter? Jungs, die Firewalls sind nicht zu knacken. Um an die Datei zu kommen, muss ich mir etwas überlegen. Jetzt wird es interessant. Wir werden verfolgt. Verflucht nochmal. Das ist Fernack. Darling, bist du flink in High Heels? Sehen Sie? Aus dem Weg! Los, macht schon! Los, Garces, laufen Sie ihr nach! Sie ist schneller als er! Hey! Aus dem Weg! Was soll das denn? Nicht bewegen! Wohin wollen Sie jetzt? Hm? Sie sind verhaftet. Im Ernst, Fernick? Drei Waffen? Sie haben nur zwei Hände. Genießen Sie den Moment, denn ich werde Sie weiterjagen. Es muss nicht so bleiben, Fernick. Wir könnten zusammenarbeiten. Ich arbeite nicht mit Kriminellen. Ich sperre Sie ein. Mich nicht, mein Freund. Niemals. Entschuldige, ich bin spät. Nein, du hast nur dein eigenes Zeitempfinden. Wie lief es mit Special Agent Fernick? Besser als in der Autofabrik in Köln, aber ein klein wenig demütigender als in Mumbai. Da drin sind also die Daten, richtig? Ja, unser Nomad ist in ihrem Netzwerk. In irgendeinem Serverraum. Wir machen es so wie bei Studio Nippon. Wir folgen dem Stromverbrauch. Ja. Gefunden. Die Server stehen hier unten im Keller. Und die Datenpakete. Wie angeln wir diese Fische? Mit einem Köder. Die Pakete orten und dann einzeln abfischen. Das führt uns zum Geld und wir können das Mädchen austauschen. Ein Problem. Das Benutzerkonto wird abends gesperrt. Zugriff erst wieder morgens. Dann kommen wir nie an die Milliarden. Simon, Raid wird Zoe töten. Wir müssen uns um die Ausrüstung kümmern. Ich würde sagen, nur eine besitzt die Ausrüstung, die wir brauchen. Sonali Elvis. Habe ich seit Rio nicht gesehen. Diese Sache hat sie dir bestimmt nicht vergessen, Boss. Was ist denn Rio gewesen? Karneval. Ah. Wer ist Sonali Elvis? Hat Simon dir nichts von ihr erzählt? Ist sie Schlachterin? Manchmal. Darf man noch was bestellen? Ein paar Quejuminas und Pinienkerne, den Halbmondpastis und etwas Couscous Branco. Obrigado. Also, was war in Rio? Nicht jetzt, Darling. Sonali, schön, dich zu sehen. Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen, Idiot? Sonst hast du dich gefreut, mich zu treffen. Weißt du noch das Frühstück im Copa Palace? Wow, 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 tranquillo. Nur eine Bewegung und euer Boss ist tot. Ich weiß, dass du nicht gut auf mich zu sprechen bist, aber wir brauchen deine Hilfe. Wegen dir ist mein Blütendeal geplatzt. Ich habe alles verloren. Die Tinte? Die amtlich zertifizierte Druckmaschine? Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen, aber ich konnte nicht zulassen, dass du die Weltwirtschaft destabilisierst. Ein so großer Zufluss von Falschgeld. Simon, das ist nicht der richtige Augenblick. Hören Sie, wir brauchen Ihre Hilfe. Es ist ein Mädchen gekidnappt worden und um es zu retten, benötigen wir Ausrüstung. Gegen Cash. Wir bezahlen sofort. Ihr zwei seid okay.
Wunderbar. Aber Simon, zahlt ein bisschen extra. Holt das Rhinoceros. Rhino! Rhino? Rhinoceros? Lass uns darüber reden. Dazu noch ein Freonzerstäuber, das Säuregel, Glasfaserschneider und Flüssigsprengstoff. Die große Packung? Oh ja. Sonst noch was? Oh, ja, ich bin versorgt. Machst du dir gar keine Sorgen um Simon? Oh. Eindeutig faul, ja! Du bist ein großer Junge. Du weißt, dass Steroide Leberschäden und erektile Dysfunktion verursachen. Andere Nebenwirkungen sind Akne, testikuläre Atrophie und Prostataschwellung. Nimm ernst! Cheers. Hier, Ihre 40. Hat mich sehr gefreut, Lady. Gleichfalls. Tut mir leid für deinen Kerl. Er ist nicht mein Kerl. Wir sind Arbeitskollegen. Ihr hattet nie Sex? Können Sie ihn empfehlen? So gerne ich die Antwort hören würde. Wir haben zu tun. Sind wir fertig? Sehr gut. Sonelli? Ciao. Ciao. Ione puta. Ja, manchmal. Ich dachte, du bist jemand, der unverwundbar ist. Oh, das täuscht. Oh, sind wir noch im Zeitplan? Server Reset in 40 Minuten. Du betrittst das Gebäude über den Notausgang. Simon, bist du wirklich fit für diesen Raubzug heute Nacht? Selbstverständlich, Patricia. Ich bin Engländer. Wir sind Räuber. Seid ihr? Ja. Ich habe Templer und die Frau. Sie sind dem Geld auf der Spur. Der Plan könnte funktionieren. Wenn mich Ihre Meinung interessiert, Marius, werde ich Sie danach fragen. Simon Templer wird nicht einfach 2,5 Milliarden Dollar überreichen. Er wird den Helden spielen wollen. Und was soll ich jetzt machen? Ihren Job. Okay. Ein unschuldiges Mädchen darf nicht die Sünden ihres Vaters bezahlen. Die heilige Courage. Wie ein echter Templer. Die Templer sind nur ein paar verdorbene Ritter aus einer mittelalterlichen Gute-Nacht-Geschichte. Trotzdem, du schreitest zur Rettung mit dem Herz auf der Zunge. Hier. Pass drauf auf, während ich drin bin. Du überreichst mir einen Ring, ohne niederzuknien? Ich möchte nicht diese wundervolle Freundschaft kaputt machen, die keiner von uns verdient hat. Habe ich recht, Miss Home? Kein Preis ohne Risiko. Genau so. Was ist los? Das war nicht fair. Fair? Keine Schlacht in der Geschichte der Menschheit war fair, Simon. Das hier ist kein Spiel, in dem Regeln existieren oder Integrität zwischen den Mitspielern, um einen Gewinner und einen Verlierer zu bestimmen. Das hier ist das Leben. War es denn fair zu den Japanern in Hiroshima? Oder vielleicht zu den Juden in Polen? Fairness wurde von den schwachen Menschen erdacht, denn sie wissen, dass sie die Starken nicht besiegen können. Was ist mit Ehre?
Ich weiß, du magst die Geschichten der Tempelritter, Simon, aber irgendwann wirst du begreifen müssen, dass es einfach nur Geschichten sind. Und da draußen überlebt nur der Stärkere. Deine Feinde nutzen jeden Vorteil, alle Gelegenheiten, die sich bieten. Du musst vorbereitet sein. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Indem du dich auf alles vorbereitest. Ich bin jetzt an der Außentür. Du musst den Alarm abschalten. Ich bin dran. Doyle ist dabei, den Hotspot zu platzieren. Wenn es sein muss, benutze ich den Elektroschocker. Geh einfach rein. Entschuldigung. Hi. Tut mir leid zu stören. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo ich die Toiletten finden kann? Nein. Okay. Dann halte ich mich noch zurück. Schlechtes Benehmen, Kumpel. Was ist das? Ehrlich. Wer hat diese Schlösser eingebaut? Ein Moment, Darling. Doyle hat ein Problem. Okay. Ich kann es erklären. Redet mit ihr. Sie wird es erklären. Im Ernst, ihr solltet euch nicht... Suchen Sie mich! Alles klar? Ich hatte die Situation unter Kontrolle. Geh, na los, geh! So, Kumpel, komm her. Bin wieder am Start, Simon. Jetzt reden wir mal über Manieren, hä? Der Alarm ist aus. Los! Das ist schräg. Vor 2 Sekunden war der Kerl noch bewusstlos. Okay, der beste Weg zum Serverraum führt durch die Tresortür. Vorsicht, es sind Sprengbolzen installiert. Wenn du sie berührst, wird Alarm ausgelöst und Fallgitter senken sich herab. Die Scharniere müssen in ihrer Position bleiben. Ich bin durch. Der Boden hinter der Ausstiegsluke besteht aus druckempfindlichen, beweglichen Kacheln. Du musst sie vereisen, bevor du sie betrittst. Sie tauen nach 10 Sekunden auf, also beeil dich. Okay, ich bin am biometrischen Scanner. Brauchst du eine helfende Hand? Du bist jetzt Sydney Belzberg. Nein, doch lieber Alexandra Crevoy. Okay, ich bin drin. Sobald der Köder ausgelegt ist, beginnt der Download. Okay, gehen wir angeln. Hallo, Miss Home. Oh, Fernick. Endlich. Anscheinend ist er im Serverraum. Pass auf sie auf. Ich gehe hoch zu Templer. Ich bin Garces. Detective Garces. Freut mich. FBI! Wo ist Ihr Serverraum? Unten im Keller. Sie mit der schwarzen Jacke. Nasse putzen, Waffe schnappen, mitkommen. Ja, Sir. Was ist mit mir? Das soll schon sein. Nichts.
Hallo? Geben Sie her. Fernack, es stirbt ein unschuldiges Mädchen, wenn Sie das tun. Menschenleben zu retten ist mein Job, nicht Ihrer. Wenn Sie das sagen. No! Ich konnte ihn nicht aufhalten. Er hat sie geholt. Tut mir leid. Sagte ich nicht, dass ich sie kriegen werde? Sie sorgen sich rührend um ihren Kollegen. Er ist nicht tot. Nein. Miss Home. Special Agent John Henry Fernack? Ich muss mit Simon reden. Er hört Ihnen zu. Simon, ich brauche den Diamanten aus deinem Ring. Nur damit kriege ich Zugang zu Wellcross Accounts. Ich habe eine Yacht. Im Hafen von Los Angeles, Pier 5. Kommen Sie bei Sonnenaufgang. Selbstverständlich allein, Templar. Marius tötet beide, wenn wir ihn nicht stoppen. Wir? Ich tue das. Genau. Glauben Sie mir, wenn Sie das tun, sind Sie schon tot. Okay? Ihre Entscheidung. Das sind die Kontonummern, die du für den Transfer benutzen wirst. Eine Frage. Wann hast du den Verstand verloren? Erledige das. Sie halten sich tatsächlich für außergewöhnlich. Britischer Akzent, Designerkleidung, ein scharfer kleiner Sidekick. Sie ist nicht mein Sidekick, sondern meine Kollegin. Eine Position, die sie behalten sollte. Sie wissen, dass wir in eine Falle tappen, oder? Das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Es sind 6 Wachen an Deck. Sobald ich mich um sie gekümmert habe, gehen sie rein, holen das Mädchen und kommen raus. Wenn das hier vorbei ist, werde ich sie festnehmen. Bewegt euch, macht schon! Ohne mich eine Kreuzfahrt, Darling. Immer noch der alte Held. Wie langweilig. Den Ring, wenn ich bitten darf. Wo ist die Kleine? Bringt sie hoch. Schick sie nach oben. Ja. Bring es zu Ende. Oder du stirbst. So redet man nicht mit einer Lady. Ich rede mit meiner Frau, wie es mir gefällt. Ex-Frau. Hattest du das erwähnt? Oh, du hast mich gefragt. Na, Süße? Ich bin Special Agent John Henry Fernick. Es ist alles okay, aber mach kein Geräusch, ja? Okay, ich mach dich los. Das Deck ist frei! Du kleines Miststück! Der berühmte Familienring der Templars. Der arme Simon. Mami und Daddy werden direkt vor seinen Augen erschossen. Wie können Sie das wissen? Woher denken Sie, hat Wellcross den wohl her? Von dem Mann, der Ihre Mutter und Ihren Vater erschossen hat. Ich bin's, hinter dem Sie her sind! Halten Sie meine Familie raus!
Ich habe es vom ersten Augenblick an gewusst. Und weißt du was? Es fühlt sich gut an, Recht gehabt zu haben. Schnauze! So, so. Ein Morgen voller Überraschungen. Was ist so überraschend an einer Goldgräberin, die ihren Mann wegen seines Geldes tötet? Das willst du wirklich? Deshalb habe ich drei Waffen. Zeit zu gehen. Es ist vorbei, Marius. Lassen Sie sie gehen. Sie zu retten, macht Ihre Eltern nicht wieder lebendig. Scheiße! Wer hat sie getötet? Wer hat meine Eltern getötet? Sie, Simon Templer, sind nur eine Spielfigur in einem viel größeren Spiel. Wie geht es dir? Sie hat ihn nur benutzt. Sie wollte alles, was er besessen hat. Dein Vater ist ein sehr mutiger Mann gewesen. Er hat sein Leben riskiert, um den Menschen ihr dringend benötigtes Geld wiederzugeben. Möchtest du vollenden, was er begonnen hat? Drück einfach auf Enter und das Geld geht an die zurück, die es am nötigsten haben. Du bist okay. Danke. Sagen Sie Ihrem Freund auf Wiedersehen. Ich liebe ihn. Ich werde ihn rausholen. Nein, glaube ich nicht. Templer. Templer! Templer! Meine Damen und Herren, das sind alle Informationen, die wir momentan haben. Mr. President Ibaka. Kennen Sie irgendwelche Details zu dem plötzlichen Wiederauftauchen des Geldes? Ich weiß weder, wohin es verschwunden war, noch woher es zurückgekommen ist. Aber jetzt interessiert mich nur, wie ich es verwenden kann, um meinen Landsleuten zu helfen, die von dieser schrecklichen Katastrophe heimgesucht worden sind. Na los, mach schon! Ich habe Ihren Anruf erwartet. Zu übel, dass Ihr Strolch Marius so kläglich gescheitert ist. Er ist nicht mein Strolch. Es war Ihr Mann, der ihn mir empfohlen hat. Hören Sie, das können wir später noch klären. Helfen Sie mir, um für eine Weile zu verschwinden. Versuchen Sie es, aber Sie sollten sich beeilen. Sie werden mir diesen Verlust gefälligst nicht alleine überlassen. Tut mir leid, aber die Bruderschaft hat entschieden. Kompliment. Ich habe ungewöhnlich lange gebraucht, um sie zu finden. Ja.
Suchen Sie die hier? Ich werde zu alt für sowas. Hallo, Simon. Verdammt lange her. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Jemand ganz Besonderen. Sein Name ist Sander. Sander. Nehmen Sie, was Sie wollen. Juwelen, Silber. Wir haben kein Geld im Haus. Sie sollten am besten wissen, dass Geld nur eine Motivation für niedere Geister darstellt. Und was motiviert eure Bruderschaft? Der Weltfrieden? So arrogant. So heiliger Edelmut. Aber ein Templer ist nur ein Kreuzritter unter anderem Namen. Auch wir haben einen heiligen Beweggrund. Nämlich den letzten Templer vom Erdboden verschwinden zu lassen. Ich bin es, hinter dem ihr her seid. Halten Sie meine Familie, meine Frau da raus! Mein Vater flehte um Gnade, nicht für sich selbst, für seine Familie. Sie haben sie nicht gewehrt. Ich bin froh, dass du es bist, Simon. Aber es gibt noch mehr als mich da draußen. Die Bruderschaft wird dich jagen. Darüber mache ich mir Sorgen, wenn sie tot sind. Du kannst es nicht. Noch immer der kleine Junge, dem es um die Ehre geht. Ich bin kein Attentäter. Ich bin ein Templer. Du bist schwach, wie dein Vater. Er war nicht schwach. Er hieß sie in seinem Haus willkommen. Und sie haben ihn betrogen. Doch ich bin lieber schwach, als so zu sein wie sie. Viel Glück, Sander. Sie werden es brauchen. Dir dürfte klar sein, dass ich nach einem Anruf das Gefängnis wieder verlassen kann. Abwarten. Hände hoch, Sie sind verhaftet. Special Agent Cooper, FBI. Agent Cooper, schön, Sie wiederzusehen. Das würde ich auch gerne behaupten. Sie haben eine Freundin dabei. Ja, das ist meine Kollegin, Agent Dora Lee. Basierend auf dem, was ich in der letzten halben Stunde während seiner Datenübertragung gefunden habe, verfügt er über genug Verbindungen zu Terrorgruppen und verdächtigen Fonds, um den Heimatschutz für lange Zeit zu beschäftigen. Wie lautet die Anklage? Wie kommen Sie darauf, dass sich jemand anklagt? Die Regierung möchte nur mit Ihnen reden. Aufgrund des National Defense Authorization Act, Abschnitt 1021 bis 1022, ist der unbegrenzte Arrest für terrorverdächtige Personen erlaubt. Sie sehen, wir wollen nichts überstürzen. Es geht nur um Fakten.
Fakten, an die zu gelangen sehr lange dauern könnte. Ja. Und was Sie betrifft, Mister... So ein Verdammt! Bringt ihn weg! Komm schon. Eins von zwei kriminellen Superhirnen ist doch nicht schlecht. Ich sollte froh sein, dass Fernet die Drecksarbeit gemacht hat und ich die Ernte einfahren konnte. Ja, meinst du?